Was fressen die Käfer denn? Scheiße. Echt, die fütterst du mit Kacke? Ungelogen. Und zwar am besten riesengroße. Hast du Kacke mit? Nein. Aber du hast da draußen ein Tier, welches ganz viel Zeug herstellen kann. Das Schwein, meinst du? Kann das Schwein schön scheißen, ja? Ich konnte mal nachgehen. Dein Kacksticker zum Beispiel hat hier was abgelassen, das werde ich jetzt mal aufsammeln. Nimm ruhig die Scheiße auf, ja. Dies tue ich gerade eben. Ich repariere mal noch die Weapons. So, Monsterschiss hat auch geschissen. Und der Karno hat natürlich auch geschissen. Ich nehme da bloß die Medium-Großen. Müssen wir die jetzt tamen, ne, die Käfers? Ja, du musst nämlich eine Scheiße in den letzten Slot deines Hotbars, also deine Hotbar reinmachen, also in Slot 0. Und erstmal also das Licht ausmachen hier drin, ja? Ja, mach aus. Oh. Okay, ich muss die Scheiße in die Hotbar machen. Genau, in den letzten Slot. Ich druckte mal 3. Und warum muss ich das machen? Nur da in diesem Slot kannst du die dann zähmen. Dann ehrlich musst du, jetzt? Ja, dann musst du nah an den rangehen und dann musst du also benutzen drücken. Das ist der Scheiß-Slot oder was? Ja, das ist, ja. Also der letzte Slot halt in der Hotbar. Okay. Und damit kann man die dann zähmen. Und dann ab. Und das ist halt so eine Zähm-Variante, die halt nicht gewalttätig ist. Weißt du, wie ich meine? Ja, wie die Affen. Ne? Ich kann nicht so schnell fliegen mit dem Dicken. Ach, stimmt ja. Die gibt's nur in Caves oder was? Nur in Caves, also in Höhlen. Mhm. Und noch relativ weit drin. Und du weißt, wo so eine Höhle ist. Ja, ja. Den meisten habe ich noch im Kopf. Okay, nein, man kann sich ja so eine GPS-Marke hinmachen da. Ganz genau. Theoretik. Und ich kenne jetzt keine Höhle, wo jetzt ein Argentavis reinpasst. Wir müssen diesen Käfer nach draußen locken, um den dann zu tragen. Kann man den nicht mit Tee, dass der einem folgt? Doch, das geht schon. Ich habe es auch probiert bei meinem letzten Let's Play. Ist heute um Mittag rausgekommen. Und da hat es nicht geklappt. Der Käfer ist immer irgendwo dann hängen geblieben an irgendeinem Felsen. Und dann habe ich dann irgendwann abgeraged und habe den Käfer erschossen. Ja. Sind die aggressiv, die Käfer? Die werden aggressiv, wenn du denen zu nahe kommst und zu langsam bist mit Zähmen. Und zack. Nee, halt. Dann auf dem Dach. Ist da eine Höhle? Auf dem Dach, hier ist eine Höhle. Okay, ich lande mit dem auch auf dem Dach, ja. Das würde ich machen, ja, da kommt der Raptor nicht rauf. So. Ich setze meinen aber auf aggressiv, also halt auf Cycle Aggression to attack your target. Ja, attack your target, genau. Falls dir jemand angreift, dass sie sich halt wehren. Das mache ich auch. Du rutschst gerade. Ja, das ist, also ich habe auch noch keine Option gefunden, wie man das deaktivieren kann, dass man immer runterrutscht auf bestimmten. Das ist komisch, ne? Ich hasse es. Ja, das ist eine Limitation der Unreal Engine. Oh, so, hier ist eine Höhle. Es kann sein, dass es jetzt kalt wird oder warm wird. Mal sehen, ich weiß es gar nicht mehr. Oh. Hier ist eine Fliege. Ich habe ja immer schon Kälteprobleme, du. Dann müssen wir mal schauen, wie es geht. Jetzt müsste gleich die Höhle für dich laden. Er hat schon. Ja. Es ist eine kalte Höhle. Kann man die Pilze hier ernten? Nee, nee. Was war denn das jetzt gerade? Nee, hier kommt was. Die sind fies, die Onyx hier. Hier ist noch eins. Die waren nur Level 4 und 8. Oh, ich habe gar keinen Bogen. Warte mal, ich muss nochmal hochgehen, den Bogen bauen oder sowas. Eine Fernwaffe, ich habe absolut keine Fernwaffe. Ist das wichtig hier, ja? Ja, hier sind 20 Pfeile mit. Ja, hier sind Spinnen. Gehen wir nochmal raus. Ich habe nur 20 Schuss. Geh mir lieber nochmal raus. Okay. Oh, hier sind ja die Lophosauren. Hallo? Hier sind nämlich nochmal 40 Pfeile und. Oh, das Wichtigste fehlt. Was denn? Ein Crossbow. Hier ist ein Bronto-Sattel drin. Wo? In der großen Kiste. Mann, mir fehlt ein Crossbow, so eine Scheiße. Hast du irgendwie eine Fernwaffe? Ja, ne, aber nur 20 Pfeile. Dann kann ich dir noch welche geben. Und zwar hier hast du noch 40 Pfeile dazu. Danke, ich hab eine Armbrust, ja. Ja, dann machst du fern und ich versuche mal so einen Nahkampf zu machen. Gegen Spinnen? Oh, ich bin Level gestiegen. Und du hast das Stimulant, ne? Das hast du in der Hotbar? Ja, genau, das ganz muss wichtig. Ich nehmen, wenn ich vergiftet wurde, ne? Ja, wenn du getroffen wurdest von einer Spinne oder von einer Schlange, dann das nehmen. Oder vom Skorpion, weil die können dich betäuben. Und das Stimulant hört halt dagegen. Das ist gut. So, na dann. Ich höre nämlich schon die erste Spinne. Ich auch. Warte, ich mach mal ein bisschen lauter an den In-Game-Sound. So, okay. Da ist er. Hier gleich links.
Die können spucken, ne? Mit Feuer, mit Pfeilen. Ja, aber die haben wir getötet. Ja, das war bis in Level 12. Die halten sonst mehr aus. Noch eine. Ja. So, dann kriegst du das bloß low level. Und geh mal an die Körper. Du kannst deine Pfeile wieder aufsammeln. Echt? Ja, stimmt. Nee, nicht E drücken, einfach bloß herangehen. Genau, jetzt sammelst du die nämlich automatisch wieder ein. Ist das nur immer so, oder? Immer so. Also manchmal, da sind Schlangen, links. Oh, die hast du auch. Das sind alles Low-Levels hier. Ja, ja, zum Glück. Da kann ich unten auch nicht schießen. Die hält aber aus. Alter! Die hält aus. Und das noch eine. Warte. Level 72, Alter. Die war jetzt härter, ne? Ja, ich hab jetzt meinen Overpowered-Dings da. Na, zum Glück. Ja. Bin gerade vergiftet noch. Na, ich hab das noch keinen Simulant genommen. Ich hab mal eins genommen. Sicher, ne? Schlange von rechts. Ah, die hab ich jetzt nicht getroffen. Oh, jetzt. Oh, die hat ein Inventar. Guck mal ins Inventar rein. Manchmal haben die diese Dinger da, diese. Stone Arrows. Ja, die Pfeile. Close Boots. Stimberries? Ne, haben sie nicht. Okay, von links kommen ein paar Onyx. Oh, erstmal hier die Schlange. Die Onyx halten extrem viel aus hier. Die sind fast wie diese Dimorphodons. Da kommt ein Onyx hinter dir. Jetzt? Oh, der ist tot. Ne, da hinter dir ist noch einer. Oh, gut gemacht. So. Den hast du es aber gezeigt hier. Gib mir ins Inventar, die haben vielleicht auch was. Einen Bogen haben die drin. Echt? Dann nehme ich vielleicht einen. So, da habe ich nämlich auch eine Fernwaffe. Hast du Pfeile? Nee, habe ich nicht, aber die finden wir schon. Ich kann die auch splitten, warte mal. Die Pfeile kann ich selber bauen. Ich kann dir auch Pfeile geben, ich habe 20 hingeworfen. Ich bräuchte bloß noch ein bisschen Touch, wenn du was hast. Ach, nimm die Pfeile hier, die hier liegen. Na gut, wie viel ist denn das? Immerhin, ich habe kein Touch. Okay, das langt. Das langt. So, dann müssen wir mal gucken, welche Richtung wir gehen. Ist es bei dir auch so hell hier in der Höhle? Ja. Eigentlich sollte die nie so hell sein, die Höhle. Oh, Kristall gibt's in Höhlen, ne? Ja, die kannst du auch abernten. Kriegst du diese seltenen Dinger da, diese seltenen Kristall, Pilze. Ach so, sind die gut? Ja, die brauchst du, um einen Pokémon dann zu zähmen. Um was zu zähmen? Um einen Prokopter dann zu zähmen, ein Känguru. Echt? Die fressen diese Mushrooms? Ja, unter anderem. Okay. Sehr lustig. Da. Aber die kommen aus den Kristallen, die Pilze? Unter anderem, ja. Geh nicht so nah ran. Skorpion. Den lieber aus der Ferne angreifen. Der ist 36. Die halten was aus hier. Weil die sind doch, das ist ein Pärchen, das ist ein Pärchen. Oh. Da ist noch irgendwo ein anderer. Alter. Die halten aus, ja. Sag ja, die sind echt fies. Hätte ich meinen Kompaktbaum mitgebracht, ey. Der hat ja schon ordentlich was. Ja, noch drei. Noch. Gut, jetzt kommt noch einer. Geh mal ran, hol dir die Pfeile schnell. Okay. Nee, einen nur bekommen. Echt? Ich habe auch einen bekommen gerade. Toll. Links, oben. Aber Vorsicht, die sind sehr schwer, diese Kristalle. Ja, ich weiß. 1 Gramm, ne, ein Stein. Oh, ja. Pass auf. Na, die sind Low Level. Okay. Der hat ein Inventar? Ne, er hat keins. Wie das immer zusammenfällt, ey. Warte mal, ich komme zu dir runter, ich hänge gerade irgendwie drinnen fest. Jetzt ohne Scheiß, ich hänge fest. Rechts ist, ja, ich weiß. Rechts ist ein Vogel. Oh, hier ist ein, okay, rechts ist ein Vogel. Links ist so ein Käfer. Kannst du versuchen zu zähmen, wenn du magst. Erstmal machen wir die Schlange und den Vogel, würde ich sagen. Oh, die hat ausgehalten, ey. Okay. Da kommt noch einer. Skorpion. Okay, ich sehe ihn. Hinter dir, eine Spinne. Ja, nimm vorsichtshalber das Zeug. Nee, hab noch nicht, ich wurde noch gar nicht getroffen. Ja. Geht's? Naja. Du hast zum Glück diese gute Rüstung. Schau lieber ins Inventar, ob die noch was haben. Nee, haben sie nicht. Ah, okay. Ich schau mir mal schnell die Schlange an. Hier unten diesen Skorpion noch. Mach mal den Tod, oder? Mhm. Welches Level hat der? Keine Ahnung. Wir werden's rausfinden. Der hängt fest. Nee, doch nicht. Famous last words. Nee, hat okay. Nicht. Gut. So. Okay, den Käfer müssen wir erstmal aggressiv machen, oder wie? Nö, einfach rangehen, langsam am besten und dann immer, wenn da kommt gleich ein Text. Tame
Oder press E to tame, also E, ich weiß nicht, welcher Benutzen-Button bei dir ist. Oh, siehst du? Ja, hat schon geklappt. Passt. Und hier oben ist noch einer, wenn du den magst. Warte. Aber wir können eh bis einen transportieren, aber wir können schon mal mitnehmen. Ich mach das mal eben. Ich zähm den mal hier oben. Du hast doch auch Kacke, oder? So, ja. Okay, jetzt nehmen wir den mit und laufen raus aus dem, oder was? Mhm, genau, da folgt ihr auch. Das Problem ist, es gibt aktuell einen Bug, dass das Pathfinding total schlecht ist. Ich merk schon, ja. Ist einer Kacke, ja? ja. Mir fiel es gerade. Oh, die dauert schnell. Die kommen schon schneller, wenn die dann irgendwann mal so weit. Das Problem ist halt, den ist rauszukriegen. Pathfinding ist bei denen extrem schlecht. Oh, naja, mal schauen. Wenn du dich weiter entfernst, ja, wenn du dich weiter entfernst, dann kommen die, glaube ich, ein bisschen schneller. Sicher, ja. Dein Kacke bleibt da unten irgendwie. Hast du deinen Affen gerade runtergeworfen? Ja. Okay, jetzt hier die Kurve wird hart. Ich müsste bloß noch ein bisschen Melee-Schaden geben, den Affen. Mann, wo ist denn Kacke? Wieso hängt denn der da unten? Dein Kacke muss irgendwie festhängen. Ja, da hängt er unten, Mann. Ach, ist doch traurig, ey. Was hast du gerade gemacht, dass ich XP bekommen habe? Ich habe eine Leiche zerstört. Ja, du kriegst für jeden Scheiß XP, was du machst. Ja, muss ja auch so sein. Aber du, guck mal, dein hat sogar Level 95, ey, das ist gut. Ja, vor allem eine Kacke hat gereicht, ja. Ja, ja. Das ist ein hohes Level. Aber du hast Medium, glaube ich, benutzt, ne? Medium-Größe. Na, ich habe, weiß ich nicht, irgendeine Scheiße, die du mir gegeben hast. Ja, ich habe dir, glaube ich, Medium gegeben. Ich mach mal die ganzen Steine hier weg da. Aber ich glaube, dein Käfer hängt fest. Ja, jetzt kommt er. Ja, die sind, das ist echt fies. Also ich hab's dann langsam. Müssen wir hier hoch? Ja, wir müssen hier hoch da. Von mir aus gesehen rechts. Komfortgeknall, du schaffst das. Ich kann halt auch nicht anschieben. Kacke kommt auch, ja. Wenn er erstmal am Adler ist, dann ist ja alles okay. Mhm. Und weißt du, was du bei denen als erstes leveln solltest? Was denn? Gewicht. Scheißen? Gewicht und ja. Gesundheit. Okay, wieso? Was macht man mit den Käfern genau? Ich hab's immer noch nicht so. Du musst den Käfer Scheiße ins Inventar tun und dann wird daraus später Dünger und Öl. Öl? Ja. Krass. Gut, ne? Wäre wirklich richtig, ja. Ja, also links oder rechts, ist egal. Ja, geh lieber den linken Weg. Dies tat ich jetzt. Da kommen wir nämlich auf dasselbe. Ja, aber meiner muss eine Kurve gehen. Mhm. Also Kacke kommt. Furzgeknall ja, kommt auch. Nee, oh, ist ein Gegner irgendwo. Hörst du die Musik? Ob das draußen ist? Nö. Oh, jetzt ist er wieder weg. Kämpfmucke ist weg. Komisch, ja. Komm, furzgeknall. Ich hoffe, das war nicht der Alpha-Raptor draußen. Der unser Tiere angriff, das wäre nicht so gut. Lass mal den zweiten Käfer jetzt erstmal hier, oder was? Könnte man versuchen, ja. Na, oder? Nee, komm ja nicht hinterher. Hier ist wieder Musik. Soll ich mal rausschauen? Bleib du mal hier. Ja. Ich hab meinen auf Stoppen gesetzt. Ich muss gucken, was da draußen los ist. Ich kann beide mitnehmen, wenn du willst, schon mal vor. Kannst versuchen, ja. Irgendwie kämpfen gerade unsere Tiere hier. Schaffst du es irgendwie? Mal sehen, was hier ist. Also, mein Jägermeister sitzt bloß da und macht nichts. Aber mein Adler kämpft, oder was? Dein Adler ist nicht da. Ach, der kämpft gegen Argent Davis, warte. So, Archim Tavis folgt mir. Okay, ist alles gut. Alles gut. Und Archim Tavis folgt mir. Alles fein. Mann, kurz geknallt, du Arsch. Das ist super. Der hört nicht. Ich bin wieder da, fast. Ja, die Klemmen. Oh, kurz geknallt, rennt zurück. Ich glaub's nicht. Das ist echt dumm, ne? Also, das hatte ich auch letztens gehabt. Ich hab dann wirklich dann irgendwann abgeraged. Und dann habe ich da einfach den Käfer erschossen, weil der so dumm war. Oh, jetzt rennt er in die Richtung gegen die Wand. Ja, die sind echt dumm. Dann drehen die einfach um. Mitten auf der, irgendwie auf einer Kurve oder sowas. Oder auf einer Gerade drehen die um. Und sind dann echt dumm. Ich war kurz vorm Ziel bei mir letztens. Ich habe es auch auf Video aufgenommen. Und dann habe ich einfach, ich habe es sein lassen. Hab dich noch zu voll gehabt. Mhm. Total am Upragen. Na, das ist ja auch nicht ohne. Du musst
Ja, die sind echt dumm, die Käfer. Nimm mal deine Kacke hier weg, bitte. Ich versuch's. Der dreht aber, guck mal, der geht in die völlig falsche Richtung da. Ja, das hat mein Fortsignal auch gemacht hier. Hm? Die denken dann wieder, dass sie runterlaufen haben. Ich versteh's nicht mehr. Ja, Pathfinding ist echt dumm. Und dann ja, die sind diese, ja, da sind die so langsam hier. Du schaffst das. Wir schaffen das. Wahlspruch. Komm, komm. Oh nein, er klemmt wieder. Jetzt geht er wieder zurück. Ich glaub's nicht. Echt jetzt? Boah, Mann. Das Problem ist, mit dem Argent Davis kannst du ja auch nicht reinfliegen. Das ist zu eng. Ja. Ja. Ich hab ihn. Oh, spoiled. Dreimal Raw Prime Meat. Mir auch. Mann. Jetzt dreht mein Käfer um mich, Kaps. Ich darf's einfach nicht. Drücke schnell, dass sie nichts machen mehr, dass sie nicht mehr folgen und dann lass mach neu folgen, das hilft. Ja? Also schnell, dass sie dir nicht mehr folgen, drücken die Taste, den Pfeifton? Ne, es passt, jetzt passt's. Er ist da. Ich habe mich einfach ganz schnell entfernt. Dann wird er schneller und wahrscheinlich auch schneller umgedreht. Also ich habe jetzt Kacke draußen. Ja, ich versuche den auch noch rauszukriegen, ja. Ansonsten nimmst du jetzt erstmal Kacke. Ja, warte, ich bin auch nicht mehr so weit weg. Ach, die Käfer sind so doof, ey. Ja, die bleiben an jeder Ecke hängen. Aber wie? Sowas von Dung Beetle, ey. Die sind neu eingeführt, ja? Ja, die sind brandneu. Brandneu, sonst. Ihr Mei. Das kommst du neu. Nicht hängen bleiben. Da gibt's ein Bett, da kannst du drauflegen. Ihr Mei, jetzt bleibst du stehen. Gut. Sperrst du dich ins Haus ein, ja? Ich hab den jetzt da einfach hingestellt, da, damit da nichts passiert. Brauchen die keine Nahrung? Doch, die brauchen Scheiße. As a matter of fact, ich sollte dem vielleicht noch ein bisschen Scheiße geben. Das machen wir am besten gleich mal. Sonst verhungern die. Wobei die einen, ich weiß nicht, was mit den einen passiert ist. Ich habe den Scheiße gegeben als Fressen. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert oder was sie genau brauchen. Okay, das ist bloß eine. Los, Mann. Geh weg da. Zwiebelfliege. Das Vieh kommt jetzt. Oh. Oh. Kommt er? Ja, jetzt musst du ganz schnell weglaufen. Jetzt bin ich hier rausgelaufen, damit er dir schnell folgt. Und hoffentlich. Ja, sieht gut aus. Sicher? Doch, das schaut gut aus. Er steht aber gerade irgendwo. Was hängt da? Ist der umgekippt? Na, das gibt's doch nicht. Hängt der jetzt dazwischen den Stacheln fest oder was? Hier leckt's mir doch am Arsch. Ah, jetzt kommt er. Jetzt immer schon rückwärts laufen. Jetzt gibt er Gas. Okay. Ach, was für das für blöde Insekten, ne? Hm. Oh Mann. Hast du den anderen Käfer bei dir eingesperrt? Ne? Ne, das hier. Hier an dem Haus, an dem. So, jetzt drücke ich U und hole das andere. Jetzt holst du deinen Argent Davis runter. Warte kurz, ich mach mal noch auf Passiv hier. Kann man hier hoch aufs Dach, ja? Ja, springen. Hier von der anderen Seite halt, so wo das Berg hoch geht. Du kannst drauf springen. Oh, mein Argent Davis folgt ja noch. Oh, ach toll. Ja, genau. Jetzt heißt es langsam, aber sicher. Also nicht landen. Am besten bloß langsam fliegen, weil dann verlierst du keine Ausdauer. Okay. Da fliegen wir halt jetzt langsam wieder zurück in die Base und dann kannst du, dann hast du einen Scheißkäfer. Wieso nicht landen? Ist das, weil wenn du Leertaste drückst zum Landen, dann lässt er automatisch auch das in den Krallen fallen. Das wäre nicht so gut. Ja, das ist gut, weil dann verlierst du deinen Käfer eventuell. Der stirbt, ja? Der stirbt vielleicht nicht, aber es kann sein, dass ihn jemand angreift. Ach so. Deswegen würde ich nur landen, wo es halt geht, wo nichts da ist. Oh, unter uns ist der Alpha Raptor. Ich habe noch ein bisschen Ausdauer. Ach so, ansonsten muss man halt gucken, dass es sicher ist. Ah, es ist schon noch ein bisschen da. Ja, gut. Mal sehen, ob der Alpha Raptor hier noch da ist. Ich habe den hier runtergelockt auf dieses Plateau. Ja, da ist er noch. Der kämpft gegen einen T-Rex. Ah, der wird da gewinnen, oder? Nö, der ist fast tot, der Alpha Raptor. Ah, dann töte ihn und krieg die Erfahrung oder sowas. Wenn das geht. Ach, der kämpft gegen meinen Big Eye. Gegen den Giga. Und der Giga den? Vermutlich, ja. Er hat ihn zerstört, den Alpha Raptor.
Alpha Raptor ist tot. Loote den Raptor. Mein Giganotosaurus, der hat gar nichts. Der hat keinen Schaden genommen. Na, das sind doch Tiere. Doch, der, guck mal, der hat 30.000 Gesundheit und 29.480 irgendwas. Also der hat kaum was verloren. Der hat kaum was verloren. Und was hat der Raptor? Hat er was Gutes gedroppt? Ne, der ist schon tot gewesen. Ist er nicht im Giga-Inventar? Ne, ist das nicht. Wenn du musst die per Hand looten. Ah, okay. Sonst droppt er nichts. Das ist ja fies. Also wenn der den auffrisst, ist der Drop weg. Ja, hast du übrigens Erfahrung bekommen? Nee, ja. Nee, ich war zu weit weg. Ja, na wahrscheinlich, ich habe auch keine bekommen. Das ist wahrscheinlich, weil der Giga den zerstört hat. Hm. Ich hätte ihn auch neutral setzen sollen. Egal. Okay, jetzt sprinten wir ans Ende. Wir sehen ja schon das Ziel. Cool. Jetzt lässt ihn einfach fallen. Ja, bloß nicht aus so großer Höhe. Ich will das nicht. Ja. Der ist jetzt da unten. Cool. Das hat ja gut geklappt, wa? Ja. Vielleicht im ersten Versuch. Wollen wir den anderen noch holen, oder was? Ach, das mache ich dann in Ruhe. Ja, okay, du weißt ja, wo die Höhle ist, ne? Genau. Was du jetzt noch machen, diese ganzen Codenamen, ey. Was du jetzt noch machen musst, das musst du eben wieder scheiße ins Inventar geben. Ich hab noch welche im Inventar, warte. Gesundheit und, Gewicht. Ich hab noch irgendwo, du hast mir noch Kacke gegeben oder hier Medium, Anim. Ist egal, wie viel ich reinhaue, ja. So viel wie Geld. André? Am besten Gewicht leveln. Kann ich dir mehr reinhauen? Ich höre dich nicht. Hörst du mich nicht? Nein? Jetzt höre ich dich wieder. Weil du kannst dem Gewicht, würde ich jetzt machen, das Gewicht erhöhen. Okay, und dann warum? Gesundheit. Ja, damit er mehr tragen kann. Mehr Scheiße sozusagen. Ja, der kann mehr Scheiße tragen, wenn er ein höheres Gewicht hat. Siehst du, das Gewicht ist aktuell 5,9 oder sowas. Ne, 6,6. Ah, der muss aber wandern, ne? Ja, der muss auf Dings. Auf Wandering stellen muss ich den. Genau. Aber der kann ja hier drinnen wandern, wie er will. Ja. Okay. Jetzt die Frage, brauchen die primär nur Scheiße oder brauchen die halt auch was anderes, ne? Fleisch zum Beispiel oder so. Hier steht, can turn fecal matter into oil. Ja. Requires Food. Wandering. Food geht zumindest nicht runter. Komisch, ne? Ja, schauen wir mal. Der wird sich aus dem Trog her, wenn er bedienen, oder? Naja, sein Name hat zumindest dieses Dings da. Das Feeding Throw. Diesen Trog. Als Icon. Jo. Wird schon passen. Denke ich auch. Aber wir haben das Schwein hier. Ja, aber meine sind gestorben, komischerweise, ne? Ich hatte die bei mir in einem Dodo-Dings gehabt und in meiner geschützten Basis. Okay. Und das ist ja verschwunden. Das ist halt das Kuriose. Kapiere ich nicht.